Well, you know what they say. There are no kingdoms without rulers. Are you ready for change? We could be kings and queens every day. On the low, we are brave. Yes, even braver than the bravest. So let's go. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge 4x4 Passion. Ich bin Linus. Und ich bin Karina und wir stellen euch heute unseren selbst ausgebauten Defender Denali vor. Er ist ein TD5 110er von 2003 und vielleicht kennt uns der ein oder andere ja schon von Instagram, da bloggen wir unter dem Namen Defender Story. Ja, wie sind wir auf den Wagen gekommen? Wir haben uns Mitte 2019 einen Defender ausgeliehen, sind damit 2 Wochen durch Italien und Österreich gefahren und danach waren wir so angefixt von dem Wagen, dass wir uns dann selber nach einem umgeschaut haben und es ist jetzt ein 110er Defender geworden vom TD5 von 2003, hat jetzt 220.000 Kilometer runter, sind jetzt 20.000 damit ungefähr gefahren und haben ihn seit 2019 so umgebaut, wie wir es haben wollen und der war relativ nackt am Anfang. Also alles, was man sieht, haben wir soweit selber gemacht und sind bis jetzt sehr happy damit. Ja, was haben wir so am Auto gemacht? Wir haben zuerst ganz am Anfang hier vorne im Bereich die Riffelbleche draufgesetzt. Dort waren am Anfang silberne Riffelbleche drauf, haben wir aber in schwarz drauf machen lassen, weil es gefällt uns einfach mehr, wenn alles ein bisschen schwarz gehalten ist. Hier vorne haben wir dann nochmal LED-Scheinwerfer reingesetzt. Das sind jetzt keine großen qualitativ hochwertigen, aber sie tun das, was sie sollen. Als Reifen fahren wir den Toyo Open Country 255 85 16 in der MT-Version. Wir hatten vorher ATs drauf, aber wir wollten gerne die Reifengröße haben und blieb uns leider nichts anderes übrig, als die MTs zu fahren. Allerdings haben wir geräuschtechnisch dort keine Probleme soweit und sind super zufrieden dort mit. Wir haben noch ein Höherlegungsfahrwerk von Terra Firma drin, um ein bisschen höher zu kommen mit dem Wagen. Ja, im Dezember haben wir an dem Auto einen Schnorchel verbaut, das ist der von X-Tech. Den haben wir zum Glück günstig auf eBay Kleinanzeigen geschossen, hauptsächlich wegen der Vorfilterung für den Luftfilter, aber auch aus optischen Gründen gefällt er uns auch sehr gut. Hier vorne haben wir noch die Spiegelarmverlängerung dran gesetzt. Die ist zwar auch am Wackeln, aber wir sind froh, dass wir überhaupt sie haben. Sonst könnten wir wegen unseren Wasserkanistern gar nicht nach hinten gucken. Und zusätzlich haben wir noch größere Spiegel verbaut, um einfach die Reichweite in den Spiegeln zu haben, um das zu erkennen. Hier oben am Dachträger ist noch eine Schaufel dran. Was habt ihr für einen Dachträger? Wir haben den von Frontrunner, nicht den Slimline 2, sondern die Generation davor. Ja, hat ein paar Sachen, die der neuere nicht hat. Zum Beispiel im Außenbereich hat er keine Schiene, wo man was reinsetzen kann. Aber der tut auch, was er soll. Man muss sich bei der einen oder anderen Sache noch mal ein paar Gedanken mehr machen. Aber er ist sonst genauso hochwertig wie der andere auch verbaut. Rundherum haben wir noch mal Osram-Lightbars verbaut, die wir von vorne auch steuern können, sodass wir in allen Richtungen im Dunkeln komplett ausgeleuchtet sind. Oben haben wir noch 2 Dachkisten. Von der Firma Big Fig aus Frankreich. Die fassen 90 Liter, sind aus Kunststoff, sehen recht robust aus und sind auch super zufrieden damit. Haben integrierte Gasdruckdämpfer, sodass man sich die Mühe nicht machen muss, die aufzuhalten. Ist eigentlich sehr entspannt. Ja, was transportieren wir da oben? Wir haben Ersatzteile drin, aber auch zum Beispiel den Dutch-Ofen, der da oben drin ist. Ist zwar relativ schwer, wir wollen ihn eigentlich bei Zeiten auch wieder runterholen und nicht oben auf dem Dach lassen. Dann einen kleinen Wagenheber haben wir noch da drin und unsere Paddel fürs Kajak oder auch Schwimmwesten und sonst noch so Kleinzeug. Manchmal lagert da oben auch Feuerholz. Seitlich haben wir hier am Auto Frontrunner Kanister verbaut, die Wasserkanister. Dort nehmen wir als Brauchwasser, aber auch als Trinkwasser. Das sind 2x20 Liter, sind vom Geschmack super zufrieden damit. Also wir trinken da im Urlaub dauernd raus und das verändert auch nicht den Geschmack vom Wasser. Verbaut sind die auf den Kanisterhalter von Offroad Tech. Und auch die Airline-Schienen von Offroad Tech, die wir dran gesetzt haben. Und abgespannt nochmal hier mit einem Spanngurt. Und ihr habt euch von den Plastikverschlüssen getrennt, ne? Ja, richtig. Weil oben der Hebel, den konnte man gar nicht mehr bewegen, schon nach dem Kauf. Und da habe ich mir aus dem Baumarkt halt die nötigen Sachen zusammengekauft
und dann eben selbst da nochmal was ersetzt, was aber auch eine super Möglichkeit ist. Also es funktioniert einwandfrei. Ja, hier hinten am Heck haben wir von Britpart den Reserveradhalter verbaut, um die Tür ein bisschen zu entlasten. Wir haben auch ganz schön viel hinten an der Tür dran. Einmal den großen MT-Reifen und haben von Frontrunner hier hinten den Grill dran gepackt. Den Reserveradgrill, der nicht so oft bei uns zum Einsatz kommt, weil wir darüber hinaus den Treasure-Roo dran haben, einen Rucksack, wo wir unser Kajak mitführen. Und das immer runterzuschnallen, ist echt ein bisschen Arbeit. Deswegen benutzen wir den Frontrunner-Grill eigentlich immer nur, wenn wir längere Zeit stehen. Genau, hinten im Treasure-Roo ist halt ein Kajak von uns. Das ist ein Gumotex Taya, heißt das. Haben eine Luftpumpe immer mit dabei, dass wir das aufpumpen können. Und sind dann halt auch vor Ort auf Seen oder Flüssen unterwegs. Das macht einmal relativ viel Spaß. Und haben wir halt noch so als zusätzliches Gimmick immer dabei. Das Reserverad haben wir hinten verbaut, weil wir vorne uns nicht die Sicht versperren wollten, um rauszugucken. Und zu 100% gefällt uns auch nicht die Optik, wenn der Reifen vorne drauf ist. Wir hatten ihn schon mal testweise vorne drauf gesetzt, aber fanden es irgendwie cooler, ihn hinten zu verbauen. Ja, hier an der Seite haben wir einen Außentisch verbaut. Auf dem Außentisch haben wir Max-Trax untergebracht, die bis jetzt bei uns noch nicht zum Einsatz gekommen sind. Der Außentisch, der geht über diese Klappscharniere offen. Die Klappscharniere kommen von Offroad-Tech und sind dann hier mit der Karosserie verschraubt. Auf den Haltern habe ich eine Tischplatte mir konstruiert. Ich habe damals noch als technischer Zeichner gearbeitet und hatte so die Möglichkeit an CNC-Fräsen und an der Pulverbeschichtungsanlage. Und so konnten wir ganz leicht den Namen von Wagen hier rein fräsen lassen und hier auch unterschiedliche Fittings, um später da noch mehr zu platzieren, und sind so mit dem Tisch super zufrieden, weil er halt auch personifiziert ist. Ja, der Wagen heißt Denali, wie man hier halt auch sehen kann. Denali ist der größte Berg in Alaska und heißt von den Ureinwohnern übersetzt der Große, der Hohe, und wir dachten, das passt ganz gut zum Wagen, weil er ja auch nicht gerade ein kleiner Wagen ist. Wir haben hier das Fenster von Explore Glazing verbaut, das Klappfenster, um hier eine Außentheke zu haben oder wenn wir halt länger stehen, dass wir halt schnell Lebensmittel oder so nach draußen bekommen, wenn wir hier unsere Feuerstelle haben. Und haben hier noch eine Lampe verbaut, um hier auf der Arbeitsplatte ein bisschen Beleuchtung zu haben, und ja, sind bis jetzt auch super zufrieden damit. Ich würde euch jetzt mal den Innenraum zeigen. Willkommen in unserem Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, alles. Hier haben wir einmal klassisch das verkleidet. Wir haben zum Beispiel den Motor für den Heckscheibenwischer rausgeworfen, weil wir dieses wunderschöne Netz davor gespannt haben über diese Loksverschlüsse. Da stopfen wir auf unseren Reisen immer unsere Jacken dahinter und haben dann hier eine Verkleidung gebaut, wo auch ein toller Hecktisch ist, wo wir eigentlich fast immer kochen. Haben wir extra mit Aluplatten ausgestattet, damit das Holz nicht vom Kocher beschädigt wird. Passend dazu hängt hier auch unser ganzes Geschirr und Kochbesteck, und darunter befindet sich unsere ganzen Gewürze, alle wunderbar aufgereiht. Hier haben wir noch unsere Axt und unsere Säge, die sind auch schon ein paar Mal zum Einsatz gekommen, damit wir ein schönes Lagerfeuer machen können, und würden wir auch nicht mehr ohne wegfahren. Ich sitze jetzt hier so auf unserer Sitzbank, was natürlich auch klassischerweise zur Liegefläche werden kann. Dann würde man diese Platte nach drüben ziehen. Das ist hier natürlich alles mit Nuten gemacht. Und dann die Rückenlehne umklappen. Und dann hätte man eine ganze Liegefläche. Hier in der Ecke haben wir auch noch mal einen Schrank verbaut. Da ist quasi unsere Kontrollstation für die Technik. Einmal die Standheizung, der Messschand, wo wir eigentlich alles mit überwachen können. Und für den Wechselrichter. Dann die Küche befindet sich genau auf der gegenüberliegenden Seite. Da haben wir eine wunderschöne Eichenplatte als Tischplatte benutzt. Das ist tatsächlich lustigerweise eigentlich der Wohnzimmertisch von meinen Eltern gewesen, den sie für uns geopfert haben. Den haben wir dann mit Epoxidharz veredeln lassen von einer kleinen Firma in Bielefeld. Und ja, das hat uns optisch, ist einfach so ein bisschen der Hingucker und gefällt uns sehr gut. Wir haben sehr viel Stauraum. Wir haben hier unten eigentlich so unsere ganzen Küchensachen, also zum Beispiel Tassen, unser Spülzeug. Hier drunter ist dann auch noch unser Innenwasser. Und das ist die Bestechung, falls wir mal irgendwo stecken bleiben und Hilfe brauchen. Und ein Feuerlöscher ist auch immer mit dabei. Das kann man dann hier wieder über so Schnappverschlüsse, wenn es denn klappt, einrasten lassen und zumachen.
Wir haben uns tatsächlich auch für Farbe entschieden. Das sieht man ja auch nicht allzu oft in Defendern. Aber wir fanden einfach, dass es das so ein bisschen wohnlicher gemacht hat und auch so, dass das alles quasi so in eins übergeht. Hat uns einfach optisch gut gefallen. Und hier unten ist ja das Wasser drin. Das haben wir extra halt so konzipiert, dass genau ein Wasserkanister hier reinpasst. Und wir sogar zur Not, wenn wir jetzt sagen würden, das reicht uns nicht, also es sind 12 Liter, könnten wir hier exakt den gleichen Kanister nochmal reinsetzen. Und hier in den Fußraum passt dann exakt ein Wolfpack bzw. die Stühle von Frontrunner, die wir immer dabei haben. Hier ist der Wasserhahn dazu. Wir haben kein Waschbecken verbaut, weil wir die Platte einfach so schön fanden, dass wir nicht ein Riesenloch reinschneiden wollten. Wir stellen einfach immer eine kleine Fallschüssel drunter und das funktioniert auch sehr gut. Hier oben sind eigentlich, also das ist eigentlich unser kleines Badezimmer. Hier befindet sich dann alles, was man so für die tägliche Hygiene braucht. Und hier sind unsere Töpfe und Teller. Und ja, das läuft alles so in einer schönen Flucht. Das hat Linus sich designtechnisch so überlegt und ich habe es dann abgesegnet. Wer sehr gut aufpasst, wird auch sehen, dass wir keine offensichtlichen oder offen zu sehenden Schrauben haben in unserem Ausbau. Wir haben das ja alles selber gemacht und das war uns extrem wichtig, dass es einfach sehr clean und sauber aussieht. Hier an der Küche oder beziehungsweise im ganzen Auto haben wir LEDs, die wir über eine Fernbedienung steuern können, verbaut. Genau, die kann man dann auch dimmen oder halt wieder heller machen, je nachdem, was man gerade so braucht. Dann unsere Fernbedienung können wir hier per Klett an unserer kleinen Utensilo-Wand, die sieht man dann gleich nochmal von der anderen Seite, besser befestigen. Und das ist dann damit eigentlich so ein bisschen die Küche. Aber das ist jetzt nur rein für Schlechtwetter, ne? Genau, also das Ziel ist natürlich, so viel wie möglich draußen zu sein. Ich glaube, das hat fast jeder Camper und vor allen Dingen auch Defender-Camper, die ja, eben drinnen nicht ganz so viel Platz haben. Unseren Kühlschrank haben wir hier hinten. Also hier ist auch noch mal ganz viel Stauraum. Über so Klappen haben wir das. Da sind eigentlich immer unsere ganzen Klamotten drin. Und dahinter wäre dann hier der Kühlschrank. Da müsste man das Polster dann wegnehmen, eigentlich den Sitz auch ein bisschen nach vorne klappen und dann kann man diese Klappe auch ganz aufmachen und dann kommt man auch an den Kühlschrank. Den kann man aber noch besser von draußen erreichen, das können wir auch gleich mal zeigen. Hier haben wir auch noch unseren großen Schrank verbaut, das war auch eine lange Überlegung, weil das ja auch nicht so viele machen. Dadurch geht natürlich ein bisschen Liegefläche quasi verloren, aber wir haben uns dafür entschieden, hier noch ein bisschen mehr Stauraum zu haben. Und zwar haben wir hier über von IKEA so kleine Utensilo-Fächer, sage ich jetzt mal. Und da ist alles Mögliche an Krimskrams, zum Beispiel, was man so unterwegs braucht. So kleine Apotheke und ja, Krimskrams, Kabel, so ein Zeug ist hier drin. Hier in der Sitzbank haben wir eigentlich meistens unsere Lebensmittel. Da könnte man die Klappe dann einfach so hoch machen und noch ein Teil Polster, falls wir drinnen schlafen. Das passiert aber eigentlich nur bei wirklich schlechtem Wetter, wenn der Wind zu doll ist, wenn es wirklich aus Eimern schüttet, dann würden wir uns dafür entscheiden, drin zu schlafen. Hinter der Lehne haben wir tatsächlich sogar auch noch ein Staufach. Da kommt man dann so dran. Da ist normalerweise sind da so Spülsachen und kleine Spiele so drin, dass man sich ein bisschen die Zeit vertreiben kann. Als nächstes würde ich euch unsere Außenküche zeigen. Den Tisch hat Linus ja eben schon präsentiert. Und jetzt zeige ich euch, wie man am besten bei uns an den Kühlschrank drankommt. Ich gehe mal auf diese Seite. Und zwar haben wir den auf Schwerlastauszügen, sodass wir den wunderbar von dieser Seite aus befüllen können. Wenn wir einkaufen gehen, kann man von hier einfach alles reinschmeißen. Und haben hier drunter sogar auch noch mehr, ein bisschen Stauraum zumindest. Eigentlich benutzt ist das so unser Frühstückstisch hier. Und wenn wir draußen kochen, dann haben wir diese Windschutzwände für den Tisch konzipiert. Die kann man dann hier so einhaken und haben, wie gesagt, mehrere davon. Wenn es jetzt besonders windig wäre, dann würde der Kocher dazwischen stehen und dann wäre es kein Problem mehr, bei Wind zu kochen. Das ist quasi der gleiche Schrank, den man von innen schon gesehen hat. Den kann man auch von außen erreichen. Und hier ist so ein bisschen unser Kuddelmuddel-Staufach. Da ist unser Wasserfilter, eine Plane, Gartenschlauch zum Wasser auffüllen, das Stromkabel für den Landstromanschluss und sowas, was man mal eben schnell braucht. Ich zeige euch jetzt mal eben noch die andere Seite vom Defender.
Und zwar haben wir auch nochmal Stauraum. Hier passt perfekt ein Bivilux Notfallklo rein. Das haben wir zum Glück bisher noch nicht gebraucht. Aber es fühlt sich einfach gut an, es dabei zu haben für den Notfall. Hier wieder mit den IKEA-Fächern. Die sind jetzt leer, weil wir nicht unterwegs sind. Aber normalerweise ist das ganz gut gefüllt. Und hier haben wir noch eine zusammenrollbare Decke. Hier in der Mitte ist auch noch ein Fach. Kann man auch jederzeit von vorne dran und von oben, sodass man alles immer gut erreichen kann. Und unsere Polster haben wir einfach im Internet als quasi, da konnte man das eingeben, welche Maße man braucht. Und dann haben wir einfach die Ecken quasi selber rausgeschnitten, die wir brauchten. Und die Polster hat meine Mama netterweise genäht. Das konnte ich leider nicht. Und auf dieser Seite befindet sich auch noch der Auslass von unserer Standheizung, wenn wir hier drinnen schlafen, dass die Luft nach oben rausgeht und nicht irgendwo gestaut, weil der normalerweise auf der Innenseite vom Fußraum ist, dass der auch schön nach oben die warme Luft rauskommt. Ja, hier im Innenraum, hier vorne, haben wir nicht so viel geändert. Wir haben hier die Cubbybox ein bisschen höher gesetzt. Dort unten drunter ist, wie bei vielen wahrscheinlich, die Standheizung zu finden. Dann haben wir ja hier mehrere Halterungen noch angebaut für den Ventilator und für die Navigation. Hier von der Cubbybox haben wir vorne das Polster farblich angepasst zu unserem restlichen Polster. Und die Besonderheit ist bei uns wahrscheinlich die Dachkonsole, die wir hier reingebaut haben. Passend zum Dachhimmel. Den Dachhimmel haben wir ja auch rausgenommen und haben die Decke gefilzt. Und das gleiche Filz haben wir hier auch verwendet. Also hier runter steckt ein Multiplex-Rohbau, den wir dann mit Sprühkleber und Autofilz verklebt haben. Und Filz wertet das einfach sehr stark alles nochmal auf. Hier haben wir die Sonnenblenden, die standmäßigen, wieder verbaut und können hier rüber hier oben unsere ganze Außenbeleuchtung steuern und auch den Schleudersitz. Den sollte man aber nicht zu oft ausprobieren. In der Dachkonsole haben wir normalerweise immer Sonnenbrillen liegen, aber auch sowas wie Kaugummis oder Kartenmaterial findet da auch Platz. Zu viel Platz, klar, findet man nicht. Aber ist es halt ein Mehrwert und das Sichtfeld vom Landy ist auch nicht eingeschränkt nach draußen hin. Also wir haben uns hier an die originale Dachkante orientiert, sodass wirklich das Sichtfeld nicht eingeschränkt ist. Aber ja, das Schöne ist, es umrahmt alles. Also es ist wie ein großer Bilderrahmen und es ist schön, dort die ganzen Bilder in echt zu erleben, die man so in Schweden und Norwegen findet. Hinter der Dachkonsole findet auch ganz viel Elektronik ihren Standort. Da ist das ganze Licht geregelt und halt auch die Verkabelung für die Lightbars. Also wenn man es abnehmen würde, dahinter sind 20.000 Kabel zu finden. Aber es hält und sieht alles super gut aus. Man sieht nicht zu viele Kabel und das ist uns recht wichtig und ja, sind damit sehr zufrieden. Letztes Jahr waren wir damit mit unserem Defender 5 Wochen in Skandinavien unterwegs, sind Schweden hochgefahren und Norwegen wieder runter, inklusive Lofoten. Und ja, wir können eigentlich sagen, dass nichts nicht gepasst hat. Also alles hat so funktioniert, wie wir es uns vorher überlegt haben. Ja, es war eigentlich alles super. Wir haben hauptsächlich wild gecampt. Ich glaube, eine Nacht in Dänemark ganz zum Schluss standen wir auf dem Campingplatz. Aber sonst haben wir uns schöne Plätze so gesucht. Wir hatten auch keinerlei Probleme. Manches war ein bisschen überlaufen, auch so von Wohnmobilfahrern her. Aber sonst haben wir wirklich auch sehr schöne Plätze gefunden, schöne Abende verbracht, schöne Tage und können Skandinavien nur jedem Offroader ans Herz legen. Ja, also was wir Leuten empfehlen würden, die sich sowas auch zulegen möchten, wenn es speziell ein Defender ist, also so lange kaufen, solange es noch in dem Rahmen bleibt. Was heißt Rahmen? Weil der Rahmen ist eh schon relativ überzogen, was das Finanzielle angeht bei dem Wagen. Wir hatten das Glück, damals auf jeden Fall noch unter 20.000 mit dem Auto zu liegen. Das kannst du ja heute, findest du selten solche Angebote. Und wir könnten uns vorstellen, dass es immer schlimmer wird. Auf jeden Fall würden wir erstmal empfehlen, klar, wir haben den Wagen jetzt so 1,5 Jahre ausgebaut, beziehungsweise ein Jahr, bevor wir richtig losgefahren sind. Aber trotzdem würden wir Leuten empfehlen, einfach erstmal loszufahren. Also mit dem Auto hat man so viel Spaß und auch diesen Probeurlaub, den wir gemacht haben. Da war nicht viel im Auto drin und wir hatten trotzdem einen Riesenspaß und wussten sofort, das ist unser Auto. Also einfach losfahren und eigene Erfahrungen sammeln, was man braucht, was man nicht benötigt. Was auch wichtig ist, ja, nicht davor scheuen, nach Hilfe zu fragen, aber auch nicht zu viel auf die Meinung von anderen zu geben. Also wir haben die Erfahrung gemacht, dass manche gesagt haben, mach das auf keinen Fall so, aber wir wussten einfach, für uns ist das so richtig und für uns muss das so sein. Also da muss man vielleicht auch manchmal einfach dann die eigenen Erfahrungen machen und ja auch auf seiner Meinung beharren. Ja. Ja, und an der Stelle auch noch schöne Grüße an Sunnyside, Phil und Caro. Ja, ohne euch wäre das wahrscheinlich nie passiert. Ja,
genau. Wir sind auf den Land Rover gekommen, weil Phil und Caro ja auch ihre große Amerika-Reise gemacht haben. Und daraufhin hatten wir uns den Wagen erstmal ausgeliehen und sind so auf den Land Rover gekommen. Und auch das Innenausbaukonzept beruht ja auch ein bisschen auf den Videos von Phil. Und ja, nochmal vielen Dank, dass alles. Genau, für die Inspiration und einfach die schönen Videos und allem. War denn irgendwas am Auto dran? Hattet ihr in den 20.000 Kilometern irgendwelche Probleme mit dem Wagen? Also Probleme am Auto hatten wir bis jetzt recht wenige. Wir haben natürlich im Vorfeld, bevor wir losgefahren sind, schon viel an Verschleißteilen ersetzt. Steckachse neu gemacht, Rattenmitnehmer und so weiter. Im Urlaub letztes Jahr, in den 5 Wochen, ist uns am 3. Tag die Servopumpe so ein bisschen flöten gegangen. Da mussten wir immer, die hatte ein kleines Leck, da mussten wir immer nachfüllen an Öl. Ansonsten sind wir bis jetzt immer heile durchgekommen und ja, versuchen immer Fehlern bzw. Probleme, die auftreten, schon vor der Reise halt zu beheben. Aber auf den großen, also auf den großen Unfall, sage ich jetzt mal, also Probleme, die wir im Urlaub haben, warten wir noch und können es gar nicht mehr erwarten, bis wir irgendwann dann mal liegen bleiben. Ja, also falls ihr jetzt Lust habt, uns weiter zu begleiten, dann könnt ihr uns gerne auf Instagram folgen. Defender Story heißen wir da. Da posten wir im Moment vor allen Dingen Rückblicke aus unserer Tour letztes Jahr. Da findet ihr auch ein bisschen was zum Ausbau, wie das so vonstatten gegangen ist. Und ja, wir geben uns da auch echt ein bisschen Mühe, also kommt gerne vorbei. Okay, vielen, vielen Dank. Und wo geht's als nächstes hin? Vielleicht im Sommer Richtung Albanien, auf jeden Fall in den Süden, ins Wärmere. Letztes Jahr Schweden-Norwegen hatten wir recht viel Regentage, 70% Regentage, das war nicht so schön und jetzt soll es auf jeden Fall in den Süden gehen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Urlaub und danke, dass ihr uns euer Auto vorgestellt habt. Ja, auch vielen Dank. Und viel Spaß noch. Ciao.